Ihr seid ja großartig. Mutti, zieh dir mal was an. Müsst ihr nicht langsam meine Schule... Oh, noch 10 Minuten noch. Und da gehen sie alle. Ach, das ist der schönste Moment am Tag, ne? Das ist der schönste Moment, wenn die ganzen Kinder in die Schule gehen. Noch ist ja schön ruhig. Bei meinem Glück kommen jetzt die Wehen. Eins. Aber du bist doch nicht mein Kind, Cori. Heute mal etwas besser, nachdem es etwas abgekühlt hat. Ah, das glaube ich dir, ja. Das glaube ich dir. Es ist auch einfach viel angenehmer. Gestern hatte ich wegen diesem extremen Sturz von den Temperaturen her, hatte ich auf einmal Migräne. Also, das war schon eklig. Aber heute ist wieder schön. Heute ist auch die Temperatur ganz angenehm. Ich weiß gar nicht, was wir aktuell für eine Temperatur haben. 23 Grad haben wir gerade. 23 Grad. Das ist aber ganz schön angenehm. Ja, bitte. Grimhilde hat einen anderen Schüler außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht wurde immer mehr durch Kichern gestört. Ja, mein Gott. Wild konfiszieren. Ja, bitte. Lucifer hat einen anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Ja, Bild konfiszieren. Okay. Mein Kopf hat mich auch ausgenockt. Das war richtig schlimm gestern. Das hast du ja auch erst nicht gesagt, sondern nur, dass du nur Einsen sehen willst. Ja gut, okay. Touché. Ja, bitte. Levi hat in der Cafeteria eine Lebensmittelschlacht angezettelt, bei der fast alle anderen Schüler mitgemacht haben. Wir putzen immer noch. Tja, mein Kind ist halt zum Anführer geboren. Kinder sind wie Wolken, wenn sie sich verziehen, kann es doch noch ein schöner Tag werden. Alles klar, Ivi, ich wünsche dir ganz viel Spaß, einen schönen Tag. Jetzt donnert es auch noch. Aber ich finde Donner finde ich nicht so schlimm wie Blitze. Blitze finde ich gruselig. Ich kann nicht mit Blitzen bei Gewitter. Da ist unsere Haushälterin. Sie hat jetzt 49 Simoleons bekommen, nur weil sie mal das Klo abgezogen hat. So würde ich auch gern Geld verdienen. So, Mutti geht mal die Post holen. Was haben wir denn da Schönes, hm? Was kriegen wir denn Nettes? Ach, guck mal. Öffne mal die Schatulle. Danke. Und wir verkaufen den Bums. Kannst du hier noch ein Klo verbessern jetzt? Kompostbehälter, Wasseraufbereiter. Nee, ich wollte schon die überragende Spülung. Können wir nicht. Schade. Möchte ab heute auch 49 Euro dafür. Ich auch. Ich auch. Bis denn. Tschö, Ivi. Kannst du bitte nochmal ein Nickerchen machen, bevor die Kinder plöppen? Da hat sich ja für mein Sims geschlossen. Das ist frech. Da muss ich direkt mal speichern. Da streckt mal ein bisschen Angst gerade. Das ist ja frech. Dann wirft die Frau mit der kaputten Hose denn endlich. Die hat einen Namen, okay? Die hat einen Namen. Ich muss auch mal wieder nachgucken. Aber die heißt Enya. So. 5 Tage hat sie noch. Na, da müssen wir aber gucken, dass wir sie noch vorher ein paar Mal schwanger werden lassen. Sie ist immer noch eine junge Erwachsene, während ihre ganzen Kinder mittlerweile bestimmt schon Erwachsene sind. Wie sieht's denn aus bei der Ältesten hier? Wo ist denn die Älteste? Wo ist denn unser erstes Kind jemals? Ich glaube, das war Elsa. Ja, Aurora. Aurora war die Älteste. Wie sieht's denn bei Aurora mittlerweile aus? Scrollen wir mal hier durch. Hazel, dankeschön für deinen Follow. Willkommen im Katzenkörbchen. Ich so, huch. Enya ist eine tolle Sängerin, das stimmt. Das stimmt. Wir haben... Da, Aurora. Wie sieht's denn aus? Sie ist immer noch eine junge Erwachsene. Ja gut, okay. Unsere älteste Tochter ist immer noch genauso alt wie wir. Glückliche Kindheit, gut kompatibel. Wir wurden streng erzogen, aber das ist in Ordnung. Sie war unsere erste, zusammen mit Elsa. Aber Elsa wurde vorher erwachsen, deswegen ist sie auch schon erwachsen. Unsere älteste Tochter ist mittlerweile älter als wir. Tja, das
Das ist halt so, ne? Mensch. Naja. Gucken, wann sie dann... Ach, Izuku war das Kindermädchen. Mit der bändelt der eine jetzt an. Ah, ja. Okay. Naja, whatever floats your boat, huh? Er kannte es ja nicht als Kindermädchen bei uns. Das ist die Sims-Chronologie, ja. Na, sie ist aber auch am laufenden Band schwanger, ne? Also sie hat gar keine Chance, älter zu werden irgendwie. Gute Noten, zweier Schüler. 2, 2, 2, 2. Okay, verdammt. Sie können immer noch nicht älter werden, aber das macht nichts. Sie machen jetzt einfach ganz schnell ihre Hausaufgaben und die Zusatzaufgaben. Und dann könnte es passieren, dass sie morgen Einser-Schüler werden. Let's go, Kinders. Rein, Hausaufgaben machen. Was willst du denn an der Bunkertür? Die ist, falls das Chaosrad wieder sagt, der Vater soll sterben, der Nächste. So, und Mutti hilft. Bei Hausaufgaben helfen. Nein, Mina, wir wollen jetzt nicht telefonieren. Wieso hörst du auf mit den Hausaufgaben? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, dir brennt der Helm, ne? Schwing den Kugelschreiber, so. Mutti könnte hier auch mal der Reihe nach helfen gehen. So, dann machst du bitte Zusatzaufgaben. Du bist als erster fertig geworden. Ich glaube, als nächstes wird sie fertig. Jawohl. Kann auch direkt Zusatzaufgaben machen. Dann haben wir... Hupsala, jetzt wird es aber schnell hier. So, jetzt du und du und du. Und als letztes du da hinten. Konzentration. Weniger quatschen, mehr lernen. Hier wieder der Reihe nach helfen. So, zackig, zackig, zackig. Mental guter Ruf. Mhm. Wir haben einen guten Ruf. Na, schau mal einer an. Sehr gut. Damit das bei mir nicht so ist, feiere ich die Geburtstage auch immer erst, wenn es soweit ist und stelle das Altern während Schwangerschaften ein, weil ich mag das für meine Sims einfach lieber. Das klingt auch logischer, aber ich finde das ganz in Ordnung, weil so muss ich mich nicht so schnell um eine neue Mutti bemühen hier und kann das vielleicht sogar mit ihr alles durchziehen. Es wäre doch schön, wenn sie wirklich die 50 Kinder bekäme. So, habt ihr alle fertig jetzt? Du stehst da so rum. Bist du wirklich fertig? Ja, das bist du. Mm. Großartig. Dann stelle ich mal was zu essen auf den Tisch. So, hier. Dann nimmst du dir jetzt was von. Dann nimmst du dir da was von. Dann nimmst du dir da was von. Und dann nimmst du dir da was von. Und du nimmst dir auch noch was davon. Und hat die Mutti Hunger? Nö. Dann muss sie auch nichts essen. Wieso winkst du jetzt so? Du sollst ja was zu essen nehmen. Wo ist denn das Problem? Da ist doch super viel Platz hier. Sehr schön. Er muss auch auf Klöchen danach. Und dann können wir gucken, dass wir noch den Spaß hochkriegen. Du gehst danach spielen. Du musst auch aufs Klöchen danach. Dann gehst du bitte hier hin. Du gehst da aufs Klo. Du gehst hier aufs Klo. Du musst zwar nicht so dringend, aber schon ein bisschen. Du gehst hier aufs Klo. So, dann haben wir das alles getaktet. Puh, oh, wie süß. Er räumt noch auf. Obwohl er am nötigsten Pipi muss, räumt er noch auf. Jetzt schon wieder 10 Minuten Verspätung und nun. Tabi, danke für den Lurk. Schnell. Wo gehst du hin? Du sollst doch aufs Klo. Du machst dir doch gleich in die Hose, Junge. Du gehst auch duschen hier. Du gehst duschen. Du musst nicht duschen. Du könntest noch duschen gehen. Warum schlaft ihr denn schon? Hallo?
Hallo? Was ist das denn? Sie geht danach schlafen. Oh, danach hatte ich eigentlich gedacht. Aber gut, dann geh halt sofort. So, dann gehst du hier Blickblock spielen und dann schlafen. Du gehst hier noch Blickblock spielen und dann schlafen. Du gehst hier noch Blickblock spielen. Achso, dir habe ich schon gesagt, dass du spielen sollst. Ich sag dir das nochmal. Zur Sicherheit. Wir kennen ja unsere Sims, nicht wahr? Du hast jetzt gar nichts mehr zu tun. Du gehst dann bitte hier Blickblock spielen und dann hier schlafen. Gute Nacht. Wird irre werden bei so vielen Sims in einem Haushalt. Es ist auch anstrengend. Wirklich. Nein, 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 nein. Dann geh halt hier spielen. Ist doch nicht schlimm. Wir haben hier wirklich genug Spielsachen, Leute. So, ab ins Bett jetzt. Wehen! Oh nein. Geh nochmal Pipi machen vorher. Wir kriegen jetzt unsere Drillinge. Hallo Freddy, mein Schatz. Nein, jetzt ist sie todmüde. Ich habe sie doch extra vorhin noch... Sie war doch grün. Ach du Scheiße. Vier und ein Wolf, das war mein Maximum. Ich war froh, als die Kids groß geworden waren. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich wohl nachvollziehen. So, einmal ein Thumbnail. Und let's go. Ein Mädchen, Olga Diener. Ja, Brunhilde. Ja, und die letzte, Luna. Okay, dann haben wir alle. Oder soll ich Amy nehmen? Weil Kat, wir haben ja jetzt schon zwei Namen von dir gehabt. Ist das okay, wenn ich Amy nehme von Niklas? Mir ist egal. Okay. Dann nehmen wir Amy. Dankeschön für die Namen. So, dann leg das Kind mal weg. Wo ist das dritte Kind gespawnt? Da. Nee, das geht nicht. Das macht mir ja ständig die Kinder wach hier drüben. Stell das mal dahin. Ja, und du musst dringend schlafen, ich weiß. Wieso sind wir wach? Schlaf. Und du gehst auch schlafen. Freddy ist ja da. Vielleicht kann er sich liebevoll um seine neuen drei Schwestern kümmern. Er applaudiert erstmal seiner Mama. Die Geräusche. Die Geräusche sind ja ein Traum. Ich nehme alles zurück. Warte mal, Mutti, kannst du meinen Kindersitter-Dings gedöns? Service, Kindersitter bitte. Danke, und dann gehst du wieder schlafen. Danke. Kindersitter sind gleich da. Hä, du kannst doch da hoch. Was ist denn jetzt dein Problem? Als ob du da nicht drankommst. Muss ich das wirklich selber machen? Hilfe. Eieiei. Okay. Schön, dich kennenzulernen. Du warst schon tausendmal bei uns, Itsuko. Oi, 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 oi. Drillinge sind schlimm, ja. Hallo, Durchnässt, ich bin Guri. Haben unsere Sims sich abgesprochen? Meine Dame hat gestern auch Drillinge bekommen. Alles Mädchen. Und Sam, wie geht's dir? Du bist durchnässt. Ich hoffe, du kannst dir was Frisches anziehen, damit du nicht anfängst zu frieren und krank wirst. Das wäre fatal.
Warte, wir müssen mal eben hier die Kinder durchgehen. So. Wir haben nämlich schon wieder 5 Uhr morgens. Hier ist der Caprese-Salat. Da nimmst du dir bitte was von. Du nimmst dir bitte auch was davon. Du nimmst dir auch was davon. Du nimmst dir auf jeden Fall was davon. Und du gehst erst duschen und nimmst dir dann was davon. Let's go. Komm, ihr seid ja wohl ausgeschlafen, ne? Reicht jetzt auch mal. Okay. Lucifer hat einen lockeren Zahn. Dann zieh den doch mal raus. Grimhilde hat auch schon wieder einen lockeren Zahn. Mensch, Kind, du hast bald keine Zähne mehr im Maul. Lass sie doch mal drin jetzt. Die redet bald wie so eine Oma. Bin ich endlich zu Hause? Sehr gut. Sehr gut. Hat seinen lockeren Zahn verloren, ist auch gut. Der hat sich den einfach rausgerupft. So, Mutti nimmt sich auch was zu essen und danach geht's hoch zu den Kindern. Dann werden die nämlich älter, dann werden sie zu Säuglingen. Oh. Kindermädchen kümmert sich liebevoll. So, Mädels, aber heute gibt es eine 1 in der Schule, habe ich gehört, ne? Heute gibt es eine 1. Ich möchte bitte, dass ihr heute Einsen mit nach Hause bringt, Kinder. Andere Noten werden nicht entgegengenommen. Ich möchte nur Einsen sehen. Ihr geht noch einmal alle aufs Klo und dann reitet ihr los, ja? So, dahin und du dahin und ab dafür. Alle nochmal Gruppen pinkeln. Warum steht die Mutti nicht auf, wenn ich der das sag? Sehr gut. Ab zur Schule, Kinder. Bald schlagen sich die Zähne gegenseitig aus. Ja, ich glaub's auch. Ich glaub's auch. So. Alle Kinder sind aus dem Haus. So, Mutti ist hier unten. Dann gehst du bitte nochmal aufs Klo und dann lassen wir die älter werden. So, und die Babys. Wir haben hier 3... Hier ist ihre Erinnerung, die Zahl der Kinder zu erhöhen. Dankeschön. Wir haben jetzt 25 Kinder. Wir sind bei der Hälfte, Leute. Wir sind bei der Hälfte angekommen. Eieiei. So, warum räumst du jetzt noch auf? Lass das sein. Du solltest aufs Klo gehen. Nichts anderes. Nur aufs Klo. So. Hatten wir noch eine ausziehen lassen? Ja, ne? Ich glaube, da sind jetzt 17 ausgezogen. So, dann fangen wir halt bei dir an. Älter werden. Was will Narzissa? Du willst mit unserem Butler was anfangen? Nein, das ist mein Butler. Geh weg. Aufheben. Warum weinen wir? So, du dann noch bitte. Ups. Sonic. Oh, nein. Nein. Ja, von mir aus zappelig. Und du auch. Flugzeug werfen, was auch immer. Ist mir egal. Macht, was ihr wollt. Und du bist ruhig. Die alle vorstehen. Du kannst direkt mal Bauchzeit mit dem verbringen. Mit dem Kind. Hallo. Absetzen. Amy, absetzen. Olga Dina, absetzen. Brunhilde. Oh, und die müssen wir feuern. Die geht mir jetzt schon auf den Sack. So, nächstes. Ablegen. Geht die von sich aus? Ja, die geht von sich aus. Das ist ja perfekt. So, nächstes. Ablegen. Bauchzeit. Bauchzeit. Und Bauchzeit. Bei denen geht es nämlich gerade noch relativ gut hier. Du könntest dir in der Zeit das Spielzeug ansehen. Du kannst dir in der Zeit das Spielzeug ansehen.
damit ihr lernt. Lernen, lernen, lernen. Ja, hier musst du auch noch Bauchzeit verbringen mit Olga Dina, bitte. Der alte Siegfried war der Schlüpferstürmer. Schlüpferstürmer. Oh no, bitte nicht. Du kannst dir auch mal Spielzeug angucken hier. Und du guckst dir auch noch mal Spielzeug an. So, und du bist die Erste, die ein Schaumbad bekommt. Damit du direkt noch mehr Meilensteine bekommst. Schnapp es dir und stopf es in die Badewanne. Yay. Und danach legst du die bitte wieder hier ab. Jetzt gehen die beiden in die Haie, glaube ich. Ja. Gehen beide in die Haie. Okay, sehr gut. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Nächste Mal da ab. Oder möchtest du auch noch einen Dingsbums haben? Nee, schlafen. Okay, sehr gut. Ja, 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 ja. Du gehst jetzt auch in die Haie. Und dann geht die Mutti nämlich auch ein bisschen in die Haie. Bevor die wieder wach werden. Das wollen wir ja nicht. Speichern. Puh. So, da kommen die Blagen von der Schule. 2, 2, 2, 2, 2. Kinder, was könnt ihr eigentlich? Hausaufgaben, 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 Hausaufgaben. Gut. Let's go. Du hast nur ein Entchen im Inventar. Das ist in Ordnung. Du hast noch ganz viel Krams. Stellen wir auch mal hier hin. Das ist alles schon verdorben. Und du hast auch noch Krams im Inventar, der verdorben ist. So, alle mal Hausaufgaben machen hier jetzt. Zack, 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 zack. Let's go. Konzentriert Hausaufgaben machen. I wanna be your drill instructor. Verbessern die Schulprojekte die Noten? Nee. Soweit ich das weiß, nicht. Ich glaube, die machen, soweit ich das weiß, machen die jetzt nicht besonders viel. Ihr seid schon fertig? Na dann, Zusatzaufgaben. Dann halt die Zusatzaufgaben. Da kenne ich nix. So ist schön. Mit guter Laune in die Schule gehen, Hausaufgaben machen und die Fähigkeiten verbessern. Damit kriegen die eine 1. Damit auf jeden Fall. So, wie sieht's ansonsten aus bei euch Monsterbacken? Ich stelle hier nochmal eine Kürbissuppe hin. Wie viele? Sind nur noch eine. Da sind nur noch 2. Da ist nur 1. Da sind noch 2. Gut, du nimmst dir die Kürbissuppe danach. Du nimmst dir davon. Du nimmst dir davon. Du nimmst dir das da. Und du nimmst dir hiervon. Let's go. Und wir haben neue Füßis. Ja, du magst Witze. Von mir aus magst du Witze. Wir haben neue Fußabdrücke, die aussehen wie Hände. Die platzieren wir mal hier an die Fußwand. So, und hier oben wird geplärrt, oder was? Warum? Ah, du hast Hunger. Okay, das verstehe ich. Kannst du von Fetu gefüttert werden, bitte? Und du hast auch Hunger? Da kommt die Mutti. War das stillen. So, und du hast auch Hunger, aber du bist ganz ruhig. Das gefällt mir gut. I like. Windel gewechselt bekommen von Fetu und danach wieder hier hingetragen werden. Von Fetu.
Erst die Windel wechseln, Fetu. Erst die Windel. Dankeschön. So, jetzt da. Und du Windel wechseln, Amy. Windel wechseln. Ja, dann fütter erst das Kind hier. Dann fütter erst das Kind. Ich habe eine Idee. Du fütterst das Kind bitte. Und Fetu kümmert sich ums Windelwechseln von Amy. Kannst du bitte Olga Dina wieder hinlegen? Dankeschön. Das ist nett. Und Olga Dina kann sich das Spielzeug nochmal angucken. Und Brunhilde könntest du auch mal in einem Schaumbad baden. Und Fetu könnte Amy mal in einem Schaumbad baden. Wenn er das jetzt hinbekommt, das wäre schön. Mach mal. Kriegt er nicht hin. Das ist schön. Dann gehst du, guckst dir das Spielzeug nochmal an und dann gehst du in die Haie. Du hast das Spielzeug angeguckt und gehst danach auch nochmal in die Haie. Und du wirst danach wieder dahin gelegt. Gut. Leg es ab. Ich speichere, Nadi, und ich trinke was. Danke. Die geben einen Boost auf die Noten? Echt? Wenn sie die beendet haben? Ah, okay. Ja, aber man kriegt das auch so. Man kriegt das auch so. Also ich habe jetzt die letzten, habe ich gar nicht mehr mit Dingens gemacht. Die letzten Einser, die kamen auch so. Das ging. Man erreicht es trotzdem, sagen wir es mal so.